Letztes Mal in Scarlet Nexus. The fuck? Gut reagiert, Alter. Ach nö. Kommt schon. Wird denn das jetzt wieder? Looks like Kyoko couldn't lose you. Können wir uns nicht zu einem Kaffee zusammensetzen und mal drüber reden, wo eigentlich die Interessen von welcher Gruppe jetzt liegen und ob wir da nicht irgendwie einen Kompromiss finden? Und nun zurück zu den anderen. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Scarlet Nexus. Beim letzten Mal sind wir erneut gegen Kasanes Team angetreten. Sie haben sich wieder mal in den Weg gestellt. Allerdings, nachdem wir sie besiegen konnten, ansatzweise versucht, ein paar Fragen zu beantworten und dabei noch viel mehr neue aufgeworfen. Ich habe jetzt schon wieder mehr Fragen, aber auch bei diesen habe ich die Hoffnung, dass das alles am Ende die Fäden noch zusammenführt. Denn es ist mal wieder so unglaublich viel passiert, auch hinsichtlich Hintergrundinformationen, warum Kasane so agiert, wie sie agiert. Primär wegen ihrer Schwester. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, in die letzte Folge schauen. Unbedingt ganz wichtige Informationen drin gewesen. Und wir gucken jetzt mal, was wir so mit unserem Team hier erleben werden. Denn es gibt hier mindestens mal zwei Bindungsepisoden, die man hier auslösen können. Ich möchte aber vorher mal eben in den Laden reinschauen. Ein neues Produkt erhalten. Aha. Okay, wir haben offensichtlich neue Waffen. Verstehe. Ich möchte aber primär erstmal in die Tauschbörse und zwar zu den Geschenken. Perfektes Postervision wäre was für ihn. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Einmal bitte. Für ihn gäbe es eine beigefarbene Bauchtrainerrolle, ha? Und der Sandsack käme wahrscheinlich nochmal besser. Ich gebe mal ihm den Sandsack, ha? So, aber ansonsten können wir uns natürlich für die Mädels wieder nichts leisten, was wir nicht sowieso schon verschenkt hätten. Weiter Zeug sammeln. Ja, blöd. Gut, okay, nützt ja nichts. Aber wie sieht es denn in der Tauschbörse aus mit Kampfobjekten bzw. Waffen? Das könnte ich mir holen, ja? Dann bitte, ja, den Tausch möchte ich bestätigen. So, haben wir sonst irgendwie... Oh ja, und das geht auch. Ja, dann bitte. Sonst noch was Interessantes? Oh, für Tsugumi, das Ding wäre ziemlich geil, können wir uns aber nicht leisten. Fehlt es Maiglöckchen... M23C. Oh, wir haben sie lange nicht mehr abgegradet, ne? Fällt mir gerade auf, weil wir nicht konnten. Gut, das heißt, für Tsugumi bräuchten wir eigentlich... Hä? Davon haben wir welche? Und wieso hat er die da noch nicht ausgerüstet? Okay... Das ist interessant, das müssen wir uns mal anschauen. Für ihn hätten wir auch was. Dann muss ich mir aber auf jeden Fall als allererstes nochmal die Teamausrüstung anschauen. So, Tsugumi, haben wir für dich noch was Besseres? Eigentlich nicht, ne? Nee. Für Tsugumi nicht, aber für ihn haben wir was Besseres. Selbstverständlich, das machen wir auch mal so. Für dich haben wir nichts Besseres. Okay, für Tsugumi und für... Wie war denn jetzt wieder sein Name? Bin ich jetzt blöd? Luca. Da steht's doch riesengroß.
Für Tsugumi und für Luca müssten wir was einkaufen. Ziemlich direkt, wie es aussieht. Also mal gucken, ob wir uns das leisten können. Ich gehe trotzdem nochmal eben kurz auf Verkaufen hier. Und zwar... Waffen. Oder will ich die wirklich... Nee. Ich will erstmal... Geht doch nicht ganz raus, Idiot. In die Tauschbörse und will jetzt mal gucken. Nee, es geht immer noch nicht, oder? Doch. Die sind ausgerüstet. Ja, naja, gut, okay, dann geht trotzdem nichts. Leider. Ah. Gut, dann müsste ich den Rest jetzt verkaufen. Achso, ausgerüstete kann ich nicht verkaufen. Ja, gibt Sinn irgendwie. Aber das ist nicht ausgerüstet, das heißt, das kann ich verkaufen. Das bringt ja sehr, sehr viel. Naja, komm, was soll's. Und dann gehen wir wieder auf Kaufen, und zwar auf Waffen, und schauen mal. Das Ding für Tsugumi. ...2000, ja, komm. Da könnte man auch noch hochgehen, ne? Für ihn auch, das wären jeweils 2000. Dann sind wir zwar einen Haufen Geld los. Ach komm, wir machen das jetzt. Ja, Ausrüstung wechseln bitte. Und zwar für ihn hätte ich gern diesen Gewichtshammer. So, dann hätte ich gern für ihn die nochmal besseren Handschuhe. Für sie hätte ich gern das nochmal bessere Maiglöckchen. Und hier haben wir schon eine Prometheus-Fackel 4. Und für mich gab es ja jetzt auch nichts deutlich Stärkeres. Gibt es neue Kostüme? Nö, ha? Nee, nichts Neues. Okay, dann, was hatte ich jetzt noch alles auf dem Plan? Das passt jetzt. Dann würde ich jetzt gern nochmal eben, was, wenn du endgültigen Bestätigungen an einem Bildschirm öffnest, bitte, nee, was? Equipped, equipped, equipped. Passt eigentlich, oder? Wieso ist denn der hier immer noch auf 4? Den hat er doch. Den hat er doch ausgerüstet. Was das ist, wie das sollte. Ich würde es gern verkaufen, was nicht equipped ist. So. Das noch. Und dann ist gut. Ja, das möchte ich gern verkaufen, damit ich wenigstens wieder ein bisschen Geld habe. Dann können wir uns in dem Zuge eigentlich mal noch wieder ein bisschen mit Gelee ausstatten. Vielleicht mal... Oh, können wir nur 4 mittlere leisten. Aber was soll's? Nützt ja alles nichts, ne? Brauchen wir. Für den Anfang. Und damit wären wir damit durch. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal eben gucken, ob ich nicht auf meiner Hirnkarte vielleicht... Genau, ich habe nämlich wieder 10 Hirnpunkte. Soll man hier, lade nach perfekten Ausweichen einen kleinen Teil der PK-Anzeige auf. Das könnte man theoretisch mitnehmen, aber... okay. Weiß nicht. Werden Gegner mit Hirnzerschmettern besiegt, erhältst du nach dem Kampf mehr Geld. Mehr Geld ist eigentlich eine gute Idee. Gegner anzugreifen, die durch eine auf 0 gesenkte Schmetteranzeige betäubt sind, gewährt dir mehr EP. Gilt nicht für starke Gegner, deren TP gering sind. Wir könnten aber auch hier im Gehirnfeld selber mal alle drei Fähigkeiten für 2 je 2 Punkte nehmen.
Gut, okay. Ich glaube, damit bin ich für einen Moment zufrieden. Und wir können dann direkt mal in Tsugumis Vertrauensepisode starten. Und ich habe die Einrichtung mit Hellsicht durchsucht, aber ich den Namen nicht finden. Sie ist aber hier wirklich irgendwo. Wir könnten ihr erstmal ein Geschenk geben, oder? Nee, haben wir nicht wirklich Brauchbares. Dann die Vertrauensepisode, bitte. Oh, Yuito. I would like to talk to you. Hm? What's up, Tsugumi? I think I finally found that flower. Look at this. Habe ich mir jetzt fast gedacht. Oh. It's called a silent snowmelt. It's a rare flower that only blooms at high altitudes. Is this the one you saw? Yeah, this is the one. That's incredible. I can't believe you found it with such little info. This flower's natural environment is different from Suo's climate, so it took some time to find. What does that mean? Das frage ich mich aber auch, warum hattest du die, konntest du die im Garten haben? It blooms on cold high mountains, so the temperature in your garden is too high. Growing it would be difficult. Oh, I guess that's why they always wilted. No, it's amazing that the flowers bloomed at all. I would like to try growing them myself, but... Hmm. Is there a problem? Oh, you did say it was a rare flower. Yes. You can't normally get seeds or sprouts. There isn't any data about its natural habitat either. Okay. So gar keine? There isn't any information about how to collect them yourself, or where to look. I'm stuck. Och, Tsugumi, ich glaube, auch da werden wir bestimmt bei Gelegenheit irgendwie Informationen finden, oder? Hm. Okay. Let's see. If they were in my garden, that means they probably grow somewhere in New Himuka. I want to search for this flower. Dann würde ich sagen, lass uns doch diese Blume suchen und finden. Honestly, I felt bad about leaving all the searching to you, so I looked into it a little myself. Haben wir? The gardener who planted this flower already passed away, so I haven't got a single clue where he got it. That's sad. I'm sure he was good at what he did. Yeah, he spent a lot of time and care to raise it in our garden. And I figured out why I remembered this flower in the first place. After my mom died, I was really sad for a very long time. The old gardener, he knew she liked those flowers, so he planted them for me. I see. So I'm glad I know their name at least. Thank you. But you haven't seen the actual flowers yet. It must be frustrating. Still, that's good enough for me. Thanks to your thorough research, I can look at pictures of the flower whenever I want. You want to see the real thing, don't you? I'll check some more. Tsugumi, lass uns dann aber gemeinsam auf die Suche gehen, okay? Huh? Oh, well, I'd like to see it if I can, but you don't have to go out of your way. I promised I would find it, so I don't want to give up. Oh. Okay. Thanks, Tsugumi. And I'll help in any way I can. Okay. She was really excited. She can be pretty stubborn sometimes. I didn't know that about her. Although, the fact that she let me see her like that means she's starting to open up. That makes me kind of happy. Schön. Ah, Entschuldigung, ich habe immer noch ein bisschen... stimmliche Probleme. Immer noch die Nachwirkungen. So, was hat denn er hier? Ich bin überrascht, dass Seiren und Spring Pharmaceuticals so eine große Einrichtung gemeinsam erschaffen haben. Okay. Vertrauensepisode, oder haben wir ein Geschenk für ihn? Perfektes Poster, Vision.
War das was für ihn? Ja, das war was für ihn, ne? Na dann. This is amazing. Thank you. Yui, Dodo. Hast schon solche Höhen erreicht? Ja, das ist perfekt. Ich werde mir diese Trainingsbilder gut einprägen, um meine Idealfigur zu erreichen. Ja, aber übertreib's nicht dabei. I never expected you to be so odd, Yuito. Was? Huh? Really? I thought I was pretty normal. What is normal in the OSF is not what most people call normal. It's very intriguing. Gut, das kann man jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, ne? Da ist was dran. Vertrauensstufe 2 mit Luca erreicht. Teleportation in der Luft und Wächtervision. Bei aktivem SAS ist Teleportation in der Luft möglich. Nutze das Viereck, um dich neben einen entfernten Gegner zu teleportieren und ihn anzugreifen. Wirst du zudem angegriffen, besteht die Chance, dass Luca als Vision erscheinenden Angriff blockt. Okay, das kennen wir schon. I think I'm starting to understand you a little better. Das freut mich. Really? I'm so happy to hear you say that. Dann lass uns doch mal die Vertrauensepisode starten. How have you been feeling lately, Yuito? Naja, da ist einiges auf uns eingeprasselt, ne? Also. I'm feeling great. Thanks for asking. Of course. Make sure to rest when you need it. Part of being OSF is taking care of your body. See you around. Are you going to work out now? Yes, my daily routine. Would you like to join me? Light exercise is good for maintaining your health. You're right. Okay, I'll work out with you. Maybe you can make a training program for me. Oh Gott, auch das noch. Ich bin ja nun wirklich der unsportlichste Mensch, den man hätte finden können. I would be happy to. I promise to make the program that best suits your body type and fighting style. Great, thanks. Na super. Ugh, I'm beat. I'm so thirsty. Do you want some water, Luca? No, you should drink it. I have this. Was? What is that? A special protein drink that I concocted. It's best to drink it within 45 minutes of exercising. Okay, Chemiker bist du also auch noch. I've never had one. Is it good? I made it strawberry flavored, so it's easy to drink. The intake of protein is essential for building muscle. Not only do you work out, you even worry about your nutrition. That's amazing. Protein is well known to people who like exercise. It's nothing to be surprised about. It's not just that. The program you just went through was pretty hard. You're really stoic about it. Why do you want to train so much? Well, because I'm small. When compared to those around me, I'm always at a strength disadvantage. So I want to do all I can to lessen that disadvantage. A strength disadvantage? But why does that matter? There's almost no one as good as you in a real fight. You're a Septentrion, and you have top-class strength when it comes to a fight with powers. I do not want to rely solely on my power. Why not? You have an amazing one. I don't see the problem in relying on it. Let me put it another way. Power is something you are born with. It cannot easily be changed. However, muscles are different. The harder you work, the stronger they become. Isn't that amazing? Ja, an sich ist das richtig. Und ich finde das eigentlich sogar gut, dass er sich nicht nur auf eine Fähigkeit verlässt, sondern auch an weiteren Möglichkeiten arbeitet. Huh. I guess it does seem pretty amazing, maybe. Yes, you're beginning to understand. Also, my brother is always ahead of me. No matter how much praise I get, I can never equal him. That makes me want to work hard. I see. I definitely understand that.
Thank you for saying so. Since you're here, I'll tell you my secret. What is it? Wait, just a moment. This is the backpack you always wear. Oh, that's heavy. What's in this? Gewicht? Vermutlich. I've made adjustments to my daily routine to train my muscles. I have weights inside my clothes as well. Sag ich doch, es ist einfach nur ein Gewicht. You call them adjustments, but it sounds like torture to me. Plötzlich Dragon Ball. These extreme methods might be the secret to his strength. Will you put some weights in my clothes too? Of course. They are custom made to be removable. So I will put this here, and there you are. Haben wir das jetzt? Und bringt uns das was? Great. Now I'll try to walk. Whoa! Oh, my body is swaying just from moving a little. It's not very heavy, but it will be difficult until you are used to using your core. You can borrow them if you like. Now, I'll do another set. You can keep going? Damn, shit, Junge. Hammerhart. I still have a lot left to do. You can take a rest if you are tired. Alter, den unterschätzt man aber auch ziemlich schnell, den Kollegen. That's a Septentrion for you. I can't believe he always wears weights. But there's something kind of desperate about the way he's exercising. I feel like he's pushing himself too hard. Can he really handle it? Hoffen wir es doch. Aber wir haben unsere eigenen Probleme, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen, ne? Gut, ja, wir haben auch Hirnnachrichten. Lass doch da erstmal reinschauen. Einmal ab in die Bibliothek. Ah, das ist komisch. Ich kann mit dir über Dinge sprechen, über die ich mit sonst niemandem sprechen kann. Und mein Bruder ist diese Art von Person. Er war immer auf meiner Seite, als wir Kinder waren. Was ist mit Chief Kaito? Naja, mein Bruder kann ziemlich streng sein. Er hat sich aber immer um mich gekümmert, also... Ah, die Tatsache, dass sie zur Familie gehören, macht die Situation nur noch verwirrender. Ich hoffe, wir können wieder miteinander sprechen. Oh... Wir müssen auch unser Gewichtstraining fortsetzen. Werden wir schon tun. Ich werde es finden. Ich habe es dir schon vorher gesagt. Pflanzen sind gerne in der Nähe von Menschen. Ich denke, die stille Schneeschmelze möchte dich auch sehen, Yuito. Deshalb möchte ich sie finden. Ich hoffe es, aber überanstreng dich bitte nicht. Ich bin einfach nur froh, dass du an mich denkst. Du bist so nett. Ich möchte, dass jemand, der so nett ist, wie du glücklich ist. Ich werde es finden. Lass mich so machen, was dafür nötig ist. Ja, gut, dann hau mal rein. Aber wie gesagt, bitte übernimm dich nicht. Schon wieder Luca. Okay. Es tut mir leid, dass ich so spät schreibe. Kannst du mir mit ein paar Infos helfen? Es geht um Kasane. Ich verstehe Kasanes Motive und warum sie dort ist, wo sie ist. Wenn sie sauer auf Nyuhimuka war, weil sie Naomi in einen anderen verwandelt haben, ergibt es Sinn, wenn sie sich Sairan anschließen würde. Ja, ich verstehe, was du sagen willst, Luca. Ich verstehe, dass Sairan den Befehl erteilt hat, meinen Vater zu ermorden. Aber warum Kasane den Befehl erteilen, das verstehe ich nicht. Ah ja, gut. Oh, falsch. Sorry. Da. Ja, gut gemacht, Yuito. Sie hat als Klassenbeste abgeschlossen. Sie ist aber eine Anfängerin. Ich glaube nicht, dass sie die Fertigkeiten einer Mörderin hat. Wenn ich jemandem seinen Befehl geben müsste, dann nicht Kasane. Ah, entschuldige, ich habe zu viel spekuliert, wie es scheint. Habe ich die Dinge hauptsächlich in meinem Kopf geordnet. Danke vielmals. Och, naja, alles gut. Man hilft doch gerne. Ich möchte mich noch einmal für den Kampf in Mizuhagaba entschuldigen. Kannst du dort noch mal ins Musubi kommen? Ich warte auf deine Antwort. Ah, ich habe ein neues Hilfssystem für den Kampf entwickelt und möchte unbedingt, dass du es testest. Ich warte im Musubi.
Arashi? Okay. Die warten beide da. Dann würde ich sagen, schauen wir uns diese beiden Szenen in der nächsten Folge an. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein! Oh, oh Mann, ich muss meine Stimme erstmal wieder suchen gehen. Bis denn!